Ja, vielen Dank. Wir haben es gehört. Das Beschaffungswesen ist im Umbruch. Wir haben verschiedenste Entwicklungen, die in der Technologie, aber eben auch im Beschaffungswesen stattfinden. Im VBS ist einiges im Gange. Wir haben das jetzt gehört. Das ist sehr interessant zu hören, wie entsprechend auch die Verwaltung auf diese Trends reagiert. Aus der Sicht des Beschaffungswesens hat es sich in den letzten Jahren ja sehr vieles geändert, in dem Sinn dieses Jahr eigentlich das große Jahr geändert, auf nationaler Ebene mit dem neuen Beschaffungsrecht. Und in diese Situation hinein haben wir erneut Marc Steiner gewinnen können als Speaker für das neue Beschaffungsrecht. Es freut mich sehr jetzt, dich auch an dieser Stelle erneut begrüßen zu dürfen. Du warst schon vor 10 Jahren anwesend, quasi seit den Anfängen, und wirst uns jetzt ein Keynote über die Spurenlese, wohin geht die Reise nach Inkrafttreten des neuen Rechts, halten. Vielen Dank, dass du da bist. Sehr geehrte Frau Bundesrätin, lieber Matthias, geschätzte Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und Freude, hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Auch mich berühren diese 10 Jahre emotional. Ich sage Ihnen, warum. Der Fall, der Anlass gegeben hat zur Geschichte, die zur Gründung der IT-Beschaffungskonferenz, habe ich als Instruktionsrichter betreut. Und so gesehen schließt sich heute ein langer Kreis. Er schließt sich auch deshalb, weil ich alter Gerichtsschreiber der Personalrekurskommission war und der André Moser. Also Sie sehen, die Dinge kommen irgendwie zusammen heute. Und das schließlich auch deshalb, weil wenn ich über die Vergaberechtsreform rede, auch das in meiner Biografie eine lange Vergangenheit hat. Im Jahre des Herrn 2003 habe ich für das Bundesamt für Bauten und Logistik und die damalige Beschaffungskommission, die heute Beschaffungskonferenz heißt, erste strategische Dokumente zur Vergaberechtsreform ausarbeiten helfen. Damals war unter anderem strittig, ob die AMA Swiss zivile Beschaffungen machen soll, weil das war in dieser Willensbildungsphase damals absolut nicht selbstverständlich. Da gab es auch innerhalb der Verwaltung unterschiedliche Meinungen, und heute ist die AMA Swiss als zentrale Beschaffungsstelle im Sinne von Artikel 9 der Organisationsverordnung absolut etabliert, und wir stehen an einem ganz anderen Ort als damals. Auch das gehört zu den vielen Dingen, die heute quasi zum Schließen der Kreise beitragen. Und jetzt reden wir aber endlich über das neue Gesetz. Das neue Gesetz hat einen Paradigmenwechsel mitgebracht. Und das nicht wegen des Bundesrates, der unbedingt einen wollte, sondern wegen des Parlaments, dass diesen dem Bundesrat aufgenötigt hat. Also die bundesrätliche Botschaft war noch einigermaßen handzahm, und die Wirtschaftsverbände im Parlament haben dann das durchgezogen, was heute Gesetz ist, insbesondere im Qualitätswettbewerbsbereich. Das war die Wirtschaftskommission des Nationalrates, die hier die entscheidenden Pflöcke eingeschlagen hat, aber auch in den Themen Governance und Nachhaltigkeit. Mir ist etwas besonders wichtig, meine Damen und Herren. Sie kennen, der Lateiner würde sagen, ad nauseam, also bis zur Übelkeit, meine Ausführungen zur nachhaltigen Beschaffung. Das ist auch hier im Hause mein Markenkern. Aber das neue Gesetz will noch etwas ganz anderes, nämlich Governance, meine Damen und Herren. Es geht um Korruptionsprävention. Es geht um Vermeidung von Interessenkonflikten. Zum Beispiel sollte man es irgendwie handeln, wenn man in der Luftwaffe Leute hat, die vielleicht eine gewisse Nähe haben zu, sagen wir, Flugzeugherstellern oder Firmen, die Kampfflugzeuge vertreiben. Und genau diese Dinge sind im Kern des neuen Gesetzes. Das neue Gesetzesziel sagt, wir wollen Korruptionsprävention, wir wollen Governance, wir wollen Interessenkonflikte vermeiden. Und das heißt nicht einfach, dass man nicht wegen Bestechung in Bellinzona verurteilt wird. Es gibt gewisse Chefbeamte, die sagen, solange ich keinen Fall in Bellinzona habe, ist alles gut. Der Punkt ist, das fängt lange vorher an. Oder Governance heißt,
dass man sich überlegen muss, in welcher Situation sich warum welche Interessen durchsetzen. Und das ist der springende Punkt. Denken Sie zum Beispiel an die RUAG. Die RUAG hat eine eigene Agenda und Governance-Fehler wäre aber, wenn die anstelle der kämpfenden Truppe die Beschaffungsagenda definieren würde. Oder das ist ein Governance-Thema. Das ist noch nicht Bestechung im Sinne des Strafrechts, aber da fangen die Dinge an. Und nur wenn man die Governance im Griff hat, hat man auch die Risikoprävention für die Verhinderung von Bestechungsvorfällen, oder? Also man muss lange vorher die Augen aufmachen, bevor der erste Korruptionsfall kommt. Und das ist, meine Damen und Herren, leider noch nicht so im Diskurs wie die Nachhaltigkeit. Mir persönlich ist es aber ein ganz wichtiges Thema und ich weiß mich damit mit der Bundesrätin und Verteidigungsministerin einig. Gemerkt habe ich das dort, wo es um die Offsets ging. Swissmem wollte absolut 100% Gegengeschäfte für den Kampfflieger. Und die Bundesrätin und Verteidigungsministerin hat gesagt, nein, aus Governance-Optik ist es besser, wenn wir noch 60% Gegengeschäfte machen. In der Zivilbeschaffung sind solche Offsets ohnehin strikte verpönt, oder? Also, just saying. Und das sind die wichtigen Dinge und das ist Governance und Leadership, meine Damen und Herren. Das ist, was wir brauchen. Und genau das will das neue Gesetz von uns. Und wenn wir diese Dinge in den Griff kriegen, dann haben wir links den ganzen Governance-Architekturteil und rechts den ganzen Nachhaltigkeitsarchitekturteil. Und diese Dinge ergänzen und stimulieren sich gegenseitig. Weil wenn Sie in der Welt schauen, überall, wo mit der Umwelt wirklich Schindluder getrieben wird, ist meistens auch Korruption drin und funktionieren die Governance-Dinge nicht. Diese Dinge sind nicht zufällig verlinkt. Oder? Und wenn Sie zu Transparency International schauen, da muss ich noch eine Interessenbindung offenlegen. Ich bin Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Transparency International. Schauen dann, überlegen die immer genauer, wo die Governance-Aspekte auch ringsum zu Politikversagen führen in angrenzenden Bereichen, wie eben zum Beispiel der Nachhaltigkeit. Und jetzt kommen wir zur Nachhaltigkeit im eigentlichen Sinne als Konzept des Beschaffungsgesetzes, meine Damen und Herren. Da gibt es unten eine sogenannte Anti-Dumping-Badewanne. Wir haben soziale Aspekte, über die wir nicht diskutieren, Mindeststandard. Wir haben ökologische. Und meine Damen und Herren, die kamen erst im Parlament rein. Der Bundesrat wollte die nicht. Just saying, oder? Und dann haben wir hier in Gelb das Preisdumping. Das heißt, wenn ein ungewöhnlich niedriges Angebot eingeht, dann muss die Auftraggeberin rückfragen beim Anbieter, wie machst du das? Und genau diese drei Dinge zusammen, die geben dann die Anti-Dumping-Badewanne. Übrigens, das mit dem Preisdumping kam auch erst im Parlament rein. Das heißt, wir haben hier die Anti-Dumping-Badewanne und innerhalb derselben spielt sich dann das ab, was wir Vergabekultur nennen. Und das ist das Wichtige, oder? Vergabekultur heißt nicht einfach rechtskonform, sondern Vergabekultur heißt, dass die Leute den Mut haben, ihren Ermessensspielraum auszunützen. Vergabeeinkäufer haben ein gewisses Risiko, der Wand entlang zu laufen, für Cover my ass und Nicht-Angreifbarkeit gegenüber dem Rechtsdienst. Und wenn wir das neue Recht auf den Boden bringen wollen mit den multifaktoriellen Bewertungen, dann muss die Vergabekultur sich ändern, sonst kriegen wir auch das mit dem Qualitätswettbewerb nicht hin. Und diese Dinge müssen wir wirklich angehen. Das ist das Ziel des neuen Rechts. Und das vorteilhafteste Angebot ist genau der Aufruf, diesen Mut zu haben und die Vergabekultur zu ändern. Das ist der Kern des Begriffs, was ist das vorteilhafteste Angebot. Und hier sind wir nun mitten im Kern dieser Vergabekulturdebatte. Das Wichtige ist, dass diese Ermessensspielräume,
die sind nicht gottgewolltes administratives Gewurschtel, über das keiner spricht. Sondern nach der Logik des neuen Vergaberechts muss die Verwaltung mit den ganz großen anbieterorganisierenden Wirtschaftsverbänden im Gespräch sein und sagen, was ist unser Beschaffungsleitbild? Oder nach der neuen Beschaffungsstrategie müssen Amaswiss, Astra und BBL müssen ein separates Leitbild vorlegen zur Umsetzung des neuen Rechts und die werden dann in eine Benchmark-Situation gebracht, damit man sieht, wer wie weit geht. Das heißt, diese Ermessensspielräume werden neu zum politisch verantwortbaren Issue und nicht mehr zu Gewurschtel, über das niemand redet. Und das ist der Sinn des neuen Gesetzes, meine Damen und Herren. Und jetzt sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Qualitätswettbewerb. Die Entstehungsgeschichte hätte eigentlich schon nach dem alten Recht erlaubt, dass man in Richtung Qualität geht. Aber weil alle neoliberal Marktöffnung, Wettbewerb gelten, sonst nichts drauf waren, hat man das alte Recht leerlaufen lassen in dem Punkt. Und darum hat die Baulobby gesagt, jetzt wollen wir einen Begriff, der allen klar macht, dass Qualitätswettbewerb gewollt ist. Baulobby hat gesagt, das vorteilhafteste Angebot ist jetzt das Maß aller Dinge. Und das macht auch hochgradig Sinn. Vergabekultur heißt natürlich auch etwas über die Verwaltung. Im Parlament haben wir gesagt, Qualitätswettbewerb heißt, dass wir den Anbietern anständige Preise zahlen, wenn sie uns gute Qualität liefern. Das ist hochgradig sinnvoll und richtig, aber es gibt auch noch die andere Seite. Weil, wenn Sie Qualitätswettbewerb wollen, dann müssen Sie auftraggeberseitig in der Menge genügend Einkäufer haben, die das können. Sie müssen sie ausbilden und Sie müssen genügend besonders intelligente Profile haben, die dann dieses smarte Nachfragedesign machen. Das heißt, ich hatte einen höheren Akteur von einer größeren Einheit, die dem Beschaffungsgesetz unterstellt ist, der mir gesagt hat, ha, jetzt haben wir gerade unser Leitbild verabschiedet und außerdem habe ich im Einkauf 6 Stellen gestrichen. Geil! Da habe ich gesagt, Moment, ich glaube, Sie haben was nicht verstanden von der Logik des neuen Rechts. Da brauchen Sie nicht weniger Personal, sondern mehr, wenn das richtig auf die Reihe kommen soll. Aber das ist ein anderes Thema, das vertiefen wir jetzt heute nicht. Das Wichtige ist, dass die Bundesverwaltung ein echtes Bekenntnis abgelegt hat, meine Damen und Herren. Das Faktenblatt Neue Vergabekultur vom 25. September 2020 könnte wörtlich so auch aus meiner Feder stammen. Und die, die vor 10 Jahren dabei waren, wissen, dass das längst immer nicht so war, sondern dass ich damals als ganz verlorener Linksaußen an der Ecke des Spektrums ganz scheu den Finger hochgehalten habe. Und niemand hätte gedacht, dass das mal Mainstream wird. Aber heute, meine Damen und Herren, sind wir genau da. Das Nächste, das Sie brauchen, um die Dinge zu verstehen, ist die Beschaffungsstrategie der Bundesverwaltung vom 28. Oktober 2020. Das Wichtigste ist, dass da drin steht, jetzt haben wir Harmonisierung. Bund, Kantone und Gemeinden arbeiten alle nach denselben Regeln. Das ist der ganz große Gewinn dieser Vergaberechtsreform, oder? Also wenn mich in 10 Jahren mal jemand fragt, ob ich ein Land kenne, das für jeden Kanton eine Strafprozessordnung, eine Zivilprozessordnung, ein Beschaffungsrecht kennt, dann würde ich sagen, sowas kann es gar nicht geben. Aber das ist die Schweiz, oder? Aber jetzt sind wir da, dass wir gesagt haben, okay, das macht keinen Sinn, wir harmonisieren den ganzen Krempel und darum geht es auch darum, die Vollzugshilfen auf allen Ebenen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das heißt, es geht nicht nur um das Recht, sondern auch um die Umsetzungshilfen. Und das Zweite ist das Benchmark zwischen den zentralen Vergabestellen. Die müssen alle separat ein Leitbild machen. Und, meine Damen und Herren,
darauf werde ich das Parlament trimmen, dass die dann wirklich aussagekräftige Führungsdaten verlangen. Die Beschaffungsstatistik der Bundesverwaltung, sagen wir mal, ist vorsichtig ausgedrückt angreifbar. Aber wenn wir nach dem neuen Recht zu Potte kommen wollen, dann müssen wir aussagekräftige Führungsdaten haben, sonst können nämlich auch die Departementschefs ihren Job, nämlich zu schauen, wie das bei ihnen im Laden läuft, letztlich gar nicht machen. Und das kann nicht der Sinn sein, meine Damen und Herren. Das Nächste, und das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, wer mit dem alten Direktor des Bundesamtes für Bauten und Logistik zu tun hatte, wusste, dass er Wirtschaftsverbände nicht seine engsten Vertrauten waren, sondern er hat sehr auf Distanz geachtet. Und der neue Direktor des Bundesamtes für Bauten und Logistik, der weiß ganz genau, dass der Dialog mit den großen anbieterorganisierenden Verbänden ein Erfolgsrezept ist für die Umsetzung des neuen Rechts. Und darum ist das neue Projekt TRIAS, wo es um die Umsetzungshilfen geht, das machen die mit Bund, Kantonen, Gemeinden und Wirtschaftsverbänden. Und dann kriegt die Geschichte richtigen Zug. Dann gibt es Zug in den Kamin, oder? Und das ist eine völlig neue Strategie. Und die ist auch richtig so, oder? KBOB, also das sind all die Liegenschaftsorgane, und zwar föderal über alle Ebenen, mit Bauen Schweiz, gemeinsamer Aufruf, nutzen wir die Chance des neuen Vergaberechts. Und das sind neue Töne, die mein Herz natürlich erquicken. Und jetzt kommt das Projekt TRIAS. Oder es geht darum, dass die Vollzugshilfen für alle gleich sind. Die Idee ist ja nicht nur, dass wir gleiches Recht wollen, sondern dass die Anbieter die Ausschreibungsunterlagen und Pflichtenhefte einigermaßen wiedererkennen und sich nicht für jede Beschaffung auf etwas völlig Neues einlassen müssen. Das sind nämlich auch Transaktionskosten. Und darum hat man jetzt gesagt, okay, wir gehen mit der Bauplanungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz, mit Städte- und Gemeindeverband, mit den großen Bundesstrategieorganen gemeinsam dran und wir machen Vollzugshilfen über das ganze föderale System. Und das Letzte, das dazu natürlich auch gehört, und jetzt bin ich doch noch bei meinem Steckenpferd nochmal gelandet, ist die nachhaltige Beschaffung, die neuen Empfehlungen Juni 2021. Und Sie werden auch hier sehen, die sind völlig anders als die Vorgängerversion 2014. Da ist ein Riesenschritt nach vorne gemacht worden. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass diese Botschaft, dass hier wirklich alles anders ist. Ich habe so einen Chefbeamten gehabt, der mir gesagt hat, ja, eigentlich ist die Vergabekultur ja freiwillig. Wir werden nicht gezwungen, andere Zuschlagskriterien zu wählen. Rechtlich gesehen stimmt das, aber vom politischen Kontext überhaupt nicht, weil sie werden künftig viel genauer beobachtet werden in diesen Dingen als bisher. Soweit, so klar. Und jetzt kommt der erste richtige Schlag, der dieses Gesetz zur Anwendung bringt. Der Sinn ist, dass wir gesagt haben, es ist nicht alles zwingend, dass wir es über den Föderalismus verkaufen könnten, oder? Wenn wir eine über alle föderalen Stufen gehende Weisung machen würden, wir wollen nur noch Elektromobile, dann würden natürlich die Gemeinden aufschreien und sagen, Gemeindeautonomie, das kann nicht funktionieren politisch. Aber auf Bundesebene ist es eben genau das, was jetzt passieren muss. Das gilt natürlich nicht nur für die Weisungen des VBS zu Elektrofahrzeugen, das gilt selbstverständlich auch für die Mindeststandards in der nachhaltigen Forstwirtschaft, für die Vorgaben in der IT-Hardware. Also die Idee ist, dass in den nächsten 10 Jahren mindestens, sagen wir mal, 40 solche Weisungen entstehen, oder? Also die Idee ist, dass wir nachher nicht mehr darüber reden müssen, dass FSC-Holz beschafft wird, dass die IT-Hardware nach dem Muster Stefan 2 Libit funktioniert und, oder? Diese Dinge lassen wir im föderalen Kontext offen, aber auf Bundesebene müssen wir klar mit Leadership hinstehen und sagen, jetzt regeln wir in Weisungen und wir reden nicht mehr darüber,
dass Wald selbstverständlich nachhaltig bewirtschaftet werden muss. Und wenn er nicht wird, dann kauft mir auch das Holz nicht. Das sind Dinge, die eigentlich selbstverständlich und klar sind. Und jetzt kommt noch ein spannender Punkt, das ist jetzt ganz neu oder alt, wie Sie wollen. Ich habe Ihnen vorher von dieser Anti-Dumping-Badewanne erzählt. Die gibt rote Elemente für soziale Standards, grüne für ökologische und gelb für Preisdumping. Das Peinliche an der Geschichte ist, dass die Verordnung nicht das gemacht hat, was das Gesetz wollte in diesem Punkt. Beim roten Teil hat die Verordnung nämlich so getan, wie wenn das Gesetz noch das alte Recht wäre und ist da weiter geschlittert. Und jetzt hat aber Herr Kollege Nationalrat Landolt gesagt, so geht's dann doch nicht. Und wenn meine Informationen richtig sind, wird sich die Wirtschaftskommission des Nationalrates über dieses Dossier noch einmal beugen. Das heißt, die Sache ist nicht einfach gegessen. Wir werden immer wieder dafür kämpfen müssen, dass diese Nachhaltigkeitsdinge wirklich auf den Boden kommen. Aber gestützt auf das neue Gesetz ist der Narrativ natürlich völlig anders als vor 10 Jahren. Und das werden wir jetzt auch in diesem Dossier, bin ich ziemlich überzeugt, erleben. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich, vor allem habe ich Matthias Stürmer versprochen, dass ich auch was über die Rechtsprechung sage. Es ist so, dass zum neuen Recht noch nichts Schlaues da ist. Also, aber das hat ja auch Logik, weil maßgebend ist der Stichpunkt der Ausschreibung und nicht des Zuschlags. Das heißt, es ist relativ klar, dass die Beschwerden, die wir jetzt auf dem Tisch haben, noch großmehrheitlich altrechtlich sind. Es gibt aber immerhin schon erste angefochtene Ausschreibungen, die neurechtlich sind. Das heißt, wir können ihnen innert mittlerer Frist schon was versprechen, aber wir haben noch nichts auf dem Netz. Rechtsprechung 1, Bundesgerichtsentscheid 139/2489. Da hat Lausanne nämlich etwas gemacht, das schon nach altem Recht die Richtung des Neuen weist. Die hat nämlich gesagt, wenn jemand ganz tolles Schlüsselpersonal hat, da kann ich nicht nur mit dieser Begründung die Eignung bejahen, sondern unter dem Zuschlagskriterium Qualität des Schlüsselpersonals extra Punkte geben. Und wenn ich das kann, dann wird natürlich der Preis weniger wichtig und das ist ein Signal Richtung Qualitätswettbewerb. Das heißt im Prinzip, wenn man genau schaut, gibt es schon die ersten Spuren auch in der Justiz für das neue System. Und das Zweite ist, und das stammt jetzt von unserem Gericht, ist, dass wir gesagt haben, meine Damen und Herren, früher im neoliberalen Groove haben wir uns immer nur dafür interessiert, dass der Preis richtig bewertet, gewichtet und methodisch erfasst wird. Und nach dem neuen Recht ist es absolut logisch, dass wir genauso gut hinschauen bei der Qualität. Weil was häufig passiert, ist, dass die Leute zwar mit einem gewissen Prozentsatz qualitativ gewichten, aber dann nachher allen die gleiche Note erteilen und dann sind wir bei der Preisvergabe zum Beispiel. Oder dann wird die Bewertungsmethode für die Qualität so gewählt, dass sie gar nicht das Gewicht hat, das eigentlich von der Prozentgewichtung der Qualität ihr zukommen müsste. Und genau hier setzt das Gericht ein und sagt, wir prüfen nicht nur beim Preis die Bewertungsmethode, ob die Sinn macht, sondern auch bei der Qualität. Und das passt extrem gut zur bundesgerichtlichen Sicht der Dinge. Und damit würde ich sagen, sind wir mit Gesetz und Rechtsprechung auf Kurs. Und ich hoffe, dass wir das alles hinkriegen. Das kennen Sie vom letzten Jahr schon. Das ist der Bio-Baumwollsack, den alle Lehrlinge bekommen, die in der Bundesverwaltung anfangen. Ich will, ich kann, ich werde und genau das wollen wir tun. Packen wir es an, meine Damen und Herren.